Guten Morgen. Heute möchte ich euch ein Buch vorstellen, was zwei meiner prägendsten ernährungstechnisch gesehenen Umstellungen in meinem Leben vereint. Und das ist zum einen das Ayurveda, da habe ich ja schon mal eine Videoreihe dazu gemacht, findet ihr oben in den Infokarten, und zum anderen die vegane Rohkost. Das Buch nennt sich Mehr Lebensenergie mit ayurvedischer Rohkost. Also tatsächlich das erste Buch, was ich kenne, was diese beiden Sachen vereint. Die ayurvedische Kost ist, ja, hat nichts mit vegan in erster Linie zu tun und ist dennoch eine Ernährungsform gewesen und nicht nur Ernährungsform, generell auch Lebensform, wenn man sich nach den ayurvedischen Richtlinien, ja, verhält, die mein Leben positiv beeinflusst hat damals. Und da war aber immer noch irgendwie, ja, wahrscheinlich die tierische Ernährung, die da irgendwie nicht gepasst hat. Und dann habe ich das so ein bisschen aus dem Auge verloren. Ein paar Prinzipien sind allerdings auch erhalten geblieben, sodass ich auf rote Schärfe verzichte, dass ich aufpasse bei Fetten, weil das meiner Konstitution nicht zuträglich ist. Es gibt Konstitutionen, wo das tatsächlich, wo ein Mehr an Fetten tatsächlich notwendig ist, zum Beispiel bei der Kaferkonstitution. Deswegen gibt es auch meiner Meinung nach in dieser ganzen Ernährungsdiskussion viele, die von Fetten überzeugt sind und dann einige, die von Kohlenhydraten überzeugt sind, weil sie aus ihrer eigenen Erfahrung einfach nur Positives zu berichten haben. Und deswegen bin ich auch immer noch der Meinung und werde das, glaube ich, auch nie verlieren, dass die Ernährung sehr, sehr individuell ist, dass es kaum wirklich grobe Richtlinien gibt, wo sich alle dran halten sollten. Eine davon ist eine rein pflanzliche Ernährung, davon bin ich überzeugt, dass das für alle wirklich am besten ist, zu denen sie denn vollwertig durchgeführt wird. Allerdings reden wir heute, wie gesagt, über das Buch. Das Buch ist von einem Menschen geschrieben, der so ein Center leitet, der Tree of Life nennt sich das. Und dieses Center ist durchaus schon etwas größer und auch etwas bekannter, genau wie der Autor auch schon durchaus als, ja, als erfahrener Mensch, ich sage bewusst nicht als Experte, als erfahrener Mensch gilt. Es gibt in unserer heutigen Zeit sehr, sehr viele Bücher von sehr, sehr vielen Autoren und dieser Autor, dieser Gabriel Cousin, den kann man durchaus schon als renommiert, wirklich renommiert betrachten. Was nichts Positives sein muss, aber einfach, dass ihr wisst, dieser Mensch ist jetzt keiner dieser jungen Menschen, die einfach mal ein Buch schreiben und es dann vertreiben lassen und aufgrund noch großen Reichweite an Zuschauern das Buch dann auch relativ oben in den Bestsellerlisten zu finden ist. Das Buch beginnt, indem es grob, sag ich mal, ayurvedische Richtlinien ja, vorstellt und auch mit einer kleinen Konstitutionsbestimmung. Allerdings ist diese Konstitutionsbestimmung sehr, sehr rudimentär, genauso wie in meiner Videoreihe. Es gibt bessere Bücher dazu, ich glaube, die habe ich auch in meiner Videoreihe zum Ayurveda vorgestellt, um seine Konstitution besser bestimmen zu lassen. Und natürlich ist es auch möglich, zu einem Berater zu gehen, der sich mit Ayurveda gut auskennt. Ja, da will ich jetzt auch nicht zu tief in die Thematik eingehen. Auf jeden Fall, ich wollte nur kurz anreißen. Also hier ist eine kleine Konstitutionsbestimmung enthalten und sie ist durchaus solide. Und dann kommen wir zu den Rezepten. Und diese Rezepte sind alle rohköstlich, wobei man erwähnen muss, dass bei Gabriel Cousin die Rohkost bis 48 Grad geht. Das heißt, es gibt ja da verschiedene Meinungen, dass viele sagen, bis 43 Grad sollte man die Nahrung erhitzen dürfen, dass die Enzyme enthalten bleiben. Manche sagen 45 Grad und der Gabriel sagt eben 48 Grad. Müsst ihr selber für euch diese Frage entscheiden. Aber generell sind diese Rezepte komplett rohköstlich. Und da sei gleich angemerkt, das ist nicht nur eine Aufzählung von Smoothies und Salaten, sondern hier ist einiges enthalten, wie zum Beispiel fermentierte Sachen, also auch sowas wie Sauerkraut oder wie ein Rohkostjoghurt. Solche Dinge sind auch enthalten, wie man das macht. Und alles angelehnt ans Ayurveda. Es gibt drei Grundkonstitutionen für die, die sich nicht damit auskennen: Pitta, Kapha und Vata. Und die meisten Menschen haben einen Mix aus diesen drei Konstitutionen. Bei mir persönlich ist das so, dass ich fast ausschließlich Pitta bin. Ein Hauch Vata habe ich wohl in mir, aber ja, man kann fast sagen, ich bin 100% Pitta. In den jeweiligen Gerichten wird immer darauf hingewiesen, für welche Konstitution dieses Gericht besonders geeignet ist und welche
Konstitutionen oder welche Doshas, das Kapha, Vata und Pitta, diese Gerichte meiden sollten. Das ist für reine Pittas ziemlich frustrierend, weil es das einzige Dosha ist, was gerade bei den Masalas und bei den stark gewürzten Gerichten ja ziemlich die Arschkarte hat, weil das Pitta eigentlich ja, das alles, also so sehr gewürzte Speisen gar nicht ja, verträgt. Und von daher ist das Buch jetzt für reine Pitta-Menschen trotzdem schön, weil es gibt natürlich auch Gerichte, die für Pitta geeignet sind, aber die großen sind wohl für Vata und Kapha. Es gibt auch ein schönes Masala hier drin, die man, weil es ja eine Gewürzmischung ist, ja als Pitta sowieso immer nur sehr dosiert einsetzen sollte, was ein Masala, was rein, also eine Gewürzmischung, das rein aus gedörrtem Gemüse besteht. Das ist sehr interessant. Habe ich selber noch gar nicht so auf dem Zettel gehabt, dass man so ein Masala auch zubereiten kann, rein aus Gemüse. Und ja, das ist eine schöne Anregung gewesen. Wie auch sehr viele andere Anregungen sehr, sehr schön sind. Zum Beispiel eben diese fermentierten Samensoßen, die dann halt als Starterkultur für Joghurt genutzt werden oder an sich verarbeitet werden zu Käse. Das ist alles möglich mit diesem Buch. Ja, muss ich sagen, ist wirklich ein Sammelsurium an rohköstlichen Inspirationen. Und das Buch ist auch gar nicht so teuer. Das kostet, glaube ich, 16 oder 17 Euro. Vereint wirklich zwei richtig, richtig wichtige Dinge oder zwei Dinge in meinem Leben, wo ich wirklich sage, da stehe ich voll dahinter. Einmal das Ayurveda, was halt eben die Menschen tatsächlich unterteilt, also nicht generell was sagt, so ihr müsst jetzt alle High Carb oder ihr müsst jetzt alle High Protein essen oder was auch immer, so generelle Richtlinien, sondern was aus der Erfahrung, aus tausenden von Jahren quasi gesehen hat, dass es verschiedene Menschentypen gibt und darauf dann eingeht. Und also da halte ich wirklich sehr viel vom Ayurveda und von der veganen Rohkost, ja, brauchen wir nicht reden, für mich persönlich auch die gesündeste Form und das wird auch gerade bei Pitta schlägt die Rohkost halt entsprechend sehr positiv durch. Also reines Obst und reines Gemüse, nicht so viel gewürzt, das ist tatsächlich für Pitta sehr gut geeignet. Hier gibt es auch kleine Abrisse zum Säurebasenhaushalt und so weiter, also ein bisschen Wissensteil ist auch dabei, das sehen, ich kann mal kurz nachgucken, ja. 60 Seiten ungefähr, so ein kleiner Wissensteil und Rezepte sind dann 140 Seiten. So sieht das Buch übrigens aus. Sind keine Bilder drin und ja. Also für mich persönlich ja, ein Buch, wo man wirklich nichts falsch machen kann, wo gerade diese Individualität auch ein bisschen Rechnung getragen wird mit Hilfe des Ayurvedas. Hier ist auch ein bisschen was drin zu sprossen und zu keimen, allerdings das ist wirklich sehr rudimentär gehalten. Da würde ich auf jeden Fall Silkes Buch empfehlen, das meiner Meinung nach beste Buch zu sprossen und zu gräsern, was auch extrem preiswert ist. Dazu das ist das E-Book, was ich unten verlinkt habe, was direkt unter meinem Buch ist. Und also dieses Buch ist wirklich ja, nach wie vor, was die Ernährung angeht, die Gesundheit und die Rohkost, ja, einfach das allerbeste Buch. Also, was soll ich sagen? Also, dieses Buch gibt bei mir auf jeden Fall 5 Sterne, weil es das einzige Buch ist, was derzeit, was ich gesehen habe, auf dem Markt existiert, was Ayurveda und vegane Rohkost zusammenführt und auch für die Doshas entsprechend klassifiziert und dabei wirklich noch einen Facettenreichtum an den Tag legt, der wirklich beeindruckend ist. Und zu dem Preis mit 16 Euro, wo man auch nichts falsch machen kann. Von einem relativ kleinen Verlag, den ich bis dato nicht gekannt habe, Hans Nietzsche Verlag, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Gut, ja, den Link zu dem Buch habe ich euch unten wieder in die Infobox gepackt. Ich bin mal gespannt, ob es auch einige unter euch gibt, die sich schon mit Ayurveda beschäftigt haben und ja, ob die vielleicht auch andere Bücher kennen, die Ayurveda und die vegane Rohkost zusammenführen. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Das ist für mich jetzt so ein Kleinod geworden in den letzten Tagen, wo ich mich reingelesen habe, wo ich wieder Sachen mal rausgeschrieben habe. Ich ernähre mich ja fast nur von Smoothies und Mono-Sachen, wo ich aber das eine oder andere vielleicht dann doch mal wieder probieren möchte und ja, einfach das Ayurveda so wieder ein bisschen vorholen. Zumindest außerhalb dessen, was ich mir halt schon damals gemerkt habe und dazu ist das Buch halt bestens geeignet. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.